Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir diese komische Mine, Höhle, was auch immer, erkundet. Wo sind? Lamorak-Höhle, genau. Ich wollte das Talmor sagen, oder? Kommt aus Skyrim, glaube ich. Und ich habe wieder trainiert, bis wir kurz vor Level 26 sind und wir sind alle voll angeschlagen. What the actual hell? Ich habe währenddessen noch offscreen ein paar Truhen gefunden. Gute Frage, wo sind die jetzt nochmal? Ich glaube, eine war irgendwo da. Also zwei habe ich noch gefunden und die möchte ich natürlich noch haben. Ich habe noch nicht reingeguckt, was da drin ist, aber werden wir ja sehen. Eine war, glaube ich, sogar Bronze oder Silber. Und ja. Und jetzt wisst du wo. Machen wir erstmal den Fall, damit wir unser Level abbekommen. Oh, warum? Spiel übrigens wieder, sorry. Nach langer Zeit. Weil warum nicht? Stoß, Buff, Partnerstoß. Ich auch viel öfter jetzt ein. Esel, deine AP sind ein bisschen niedrig. Kümmer dich darum. Da. Duell. So, endlich. Okay. Kennst du einen Titel vertieft? Ja, Rose hat, glaube ich, auch noch offscreen einen Titel vertieft. Was das natürlich wieder bedeutet, weiß ich nicht genau. Aber naja. Irgendeiner wurde ja Silber, nehme ich an. So, du hast Maximum, okay. Dann weiß ich nicht. Fokus, Verteidigung, Fokus. Ich habe keine Ahnung, möchte ich hier nehmen sollen. Immer Finsterjäger mal. Okay, wenn die selber sind, können die nur bis 10 hochgeladen werden. Also 10 Max, sag ich mal. Oh, Kristallschatz, eine Mystic Art, oder? Ja. Du hast nichts dunkler Stern mal gelernt, okay. Ja, dunkler Stern. Concerto Infernale, das haben wir noch nicht eingesetzt. Geisterkäfig. Oh, heilender Kreis. Ja. Jetzt kommt mal so was von unserer Truppe rein. Ja, ich suche immer noch die Truhe, die war irgendwo unter dem dritten Speicherpunkt, so viel weiß ich noch. Oh, Leute, ihr habt so was von drauf, nicht da, okay. Eine war irgendwo links vom ersten Speicherpunkt, also vom ganz untersten. Mango Sorbet. Ja. So, noch eine war irgendwo hier, glaube ich. Yeah. Da war die Bronze oder Silbertruhe, keine Ahnung. Bevor wir dann, da soll ja schon irgendwo eine Stadt sein, haben sie ja schon gesehen. Und ja, bevor wir da reingehen, nehmen wir uns natürlich noch die Truhe, weil wer weiß, vielleicht ist da irgendwas Geiles, Hammermäßiges drinne. Und selbst wenn nicht, ist auch egal. Geh weg. Er hat toll gemacht. Ah. Was sind wir hier? Irgendwo, ich glaube hier. Und da. Ich meine, das habe ich auch schon erkundet. Da. So, warte mal, drin. Wer hat sich nicht gelohnt? Ach. Ein Heilmitteltrank, Mann. Ich könnte meinen, so eine verschlossene Truhe ist irgendwie was Wichtigeres.
Wir müssen mal irgendwann wieder zurück nach Damensee kommen. Wir werden wahrscheinlich sowieso irgendwann mal wieder da auftauchen. Nur wann, fragt sich. Dann werden wir die ganzen Silbertruhen öffnen, die wir da begegnet sind. Wenn ich nur wüsste, wo die alle sind. So, jetzt müssen wir einfach nur hier geradeaus. Okay. Dann können wir endlich weiter. Viel zu lange Zeit hier verschwendet, habe ich das Gefühl. In diesem Wald. In der Höhle. Aber wir haben Sachen abgegriffen. Da ist auch was. So, jetzt sehe ich hier was. Erstmal habt ihr halt gesagt, obwohl hier noch gar nichts war. Und da ist ein Speicherpunkt auch noch. Und da ist ein Monolith auch noch. Oh Mann. Ich drehe verdammt durch, ey. Halt mich mal einer auf. Einstellung der Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrad. Mittel und schwer. Gut entwickelte Reflexe sind von Vorteil. Du gewinnst weniger Erfahrung, aber mehr Galt. Das gerade eignet sich, wenn du auf maximal Ausrüstungsoptimierung setzt. Feinde sind härter, aber der Schwäche Schadenverstärker im amortisierten Zustand ist auch höher. Hier kann es auch einfacher sein, als im Schwierigkeitsgrad normal, wenn du das System für dich arbeiten lässt. Freunde werden deine Erfolge bewundern. Ja, war keine Freunde. Nein, ich wollte noch nicht. グンの決まってるだろ本格的な対戦になるかもしれないんだからな。兄ちゃんは引っかかるかもな。なんで？後ろ、騒がしいぞ。すみません。同志が出たって噂あったろ。あった。ハイランドでしょ。それがな、ローランスにもいるらしいんだ。ローランスにも。ローランス帝国は 同志をよく思ってない。ああ。騎士団は戦力と見て警戒してるし、教会は異端者として取り締まろうとしてる。おまけにこの町じゃ、なんか不可解な事件が起こってるらしくて。次。おっと、俺の番だ。そういうわけだから、せいぜい気をつけな。大丈夫かな？不安になってきた。それさっきと自分バントで倒せん。 それに嘘をつけっていうのは鶏さんにゆで卵を埋めっていうようなものですわよね。なら逃げる準備をしておくんだ。通行証も持ってるし任せとけって。だからしばらく頭の中で喋らない。わかった？面倒を起こさなければな。いいの？ほら喋んな。次。Du hast meinen Speicherpunkt, ja. Anfassen, berühren. Mein eigenes Art. やめておきなさい。制約は特別すぎる力よ。そんなものに頼らなくても力を磨き上げれば自分だけの術は身につくわ。エドナは持ってるのか？そういう術当たり前でしょ。どんなのだ？見せてくれないか。うんうん。大胆なことを言うのね。 Wenn jetzt da jemand in dieses Gespräch reinkommen würde, ne? Okay, ich zeige sie dir, aber nur dieses eine Mal. Wenn jetzt jemand in dieses Gespräch reingekommen wäre, bitte was? Ich bin kein Hirte, ne? Habe mich, ob das einen Einfluss hat, ich glaube nicht. Höchstwahrscheinlich keinen Einfluss, aber was soll's. Muss mich ja anpassen. Bist du nicht aus dem Intro? セルゲイストレイカである。帝国の安寧に資する検問への諸君の協力に中心より社意を表すものである。何こいつ。堅苦しびょう、厚苦しびょう。はい。招待ギルド発行の通行証。ここに来た目的は手形の回収ね。赤霊の羽か。手際がいいな。期限が迫ってるから気が気じゃなくて。
取引先は大通りにある酒屋の。おお、森寿司郎か。あそこは手広く商いをしているようだな。うちもいろいろお世話になってます。他には何か？ない。剣門への協力、痛み入る。お疲れ様です。次はそちらの男だ。妙な身なりだが、護衛か。 Was? Welches Gewand? Um die zu beschützen. Das kann nicht gut ausgehen. Gofshinwa gomottomo. Jitsuwa watashi wa to aru chihō ryōshi no onzōshi nano dasu. Ano desu. Doze. Sō, obochan nan desu, uchi no teishū. Sonna sette? Was? Fōku yori omoi mono o motta koto ga nai hako iri musuko ga Sag doch einfach, du hast das Schwert dabei, um sie zu beschützen. Da draußen ist es gefährlich. それでも妻を守るのが夫の務めと思い詰め、見せかけの儀礼剣を下げて周囲に強がって見せているのです。 Was macht er? 悲しい男の意地とお笑いください。 ごめん。 結構頑張ってるよ、トンマイ。 お、妻よ。その一言で俺は生きていけるだろう。愛という名の君さえあれば、どんな荒野にも花は咲くだ。生きるのだぞ。次。Er wurde davon sogar emotional ergriffen. Ich krieg die Krise. よくわからないけど通れちゃったね。みんなのおかげだ。相手が良かったとしか言いようがないけど、結果オーライだね。案外お役に立ちますでしょ、見えないというのも。そうだね、しゃべんなーなんて言ってごめん。じゃあもう頭の中で話しても。それは別、怖いし、キモい。キモいはひどいですわ。 焦らず行こうよ、ライガ。さてスレ、僕らは焦ってペンドラゴへ向かうのかな。この街はいろいろ面白そうだろ。そうだから、せっかくだし探検していこうと言いたい。超言いたい。 なんか面白そう。坊やばっかり。だから気が合う。ausgerechnet sie。Okay. Also dieses ganze Schauspiel hätte man verhindern können, indem man einfach gesagt hätte: Sie ist eine Händlerin und die braucht eine Wache. So einfach ist es doch. Okay, so ein Schmierentheater kann man natürlich auch aufnehmen. Oh Gott. Oh, eine Katze. Ich wollte jetzt so aufzahlen wie in Tales Auxiliar 2. Aber da war ja was. Okay, gucken wir mal. Wir können mal hier vor ein paar kaufen. Ich habe eine Menge Geld. Ich glaube, ich habe
den Titel für Rose bekommen, weil ich 50.000 Galt hatte. Wenn ich mich nicht irre. Oh, wir haben neue Dinger. Ja, komm. Nee, später. Florie, Papier. Ich meine ernsthaft, wir haben genug Geld. So. Außerdem habe ich ein schönes Gewand, ne? So. Angriff, der gibt mir Angriffskraft. Bei ihr habe ich echt noch Probleme. Was? Bei ihr habe ich echt noch Probleme, die Dinger hier zu bekommen. Die ganzen Bonus. So. Da geht der Artangriff aber runter. Oh, perfekt. Okay, weiter. Wollen wir wieder ein Herrscher des Landes. Roses wahrer Name. Was? Achso, der, okay. なんか手抜きっぽくない？そう？バットを思いついたんだけど、結構合ってない？あの時は緊急事態でしたから。アリーシャ姫も上司だったんだよね。なんてマナつけたの？マオクスアメッカ。意味は笑顔のアリーシャだ。わかった。手抜きじゃなくて悲喜ですね。え？なんで？私の笑顔だってなかなかのもんなのに。 じゃあ、ローゼ、雰囲気怖いよ。スレイさんはスレこういう方なので、わかってる。スレイこそスレイはスレイだよね。 Wie heißt das in der antiken Sprache oder was auch immer das ist? Monolith. Stimmt. Verborgene Art. Die meisten verborgenen Arts haben ein höheres Art. Lernst du zum Beispiel Schattenstock, das höhere Art zu Schmetterzahn, also die Kampfaktion Aufstieg. Damit kannst du, nachdem du eine verborgene Art eingeleitet hast, Kreis lange gedrückt halten, um höhere Art zu wechseln. Und das wird so mehr als doppelt. Durch neue Nutzung der Selbst kann die Taumeldauer eines Feindes sinken. Ja, stimmt. Also man darf nicht immer die gleichen einsetzen. Dann gehen wir mal hier rein. Brand Grits. Ist ja nicht aus Final Fantasy Tactics irgendwie so. Ich brauche mal echt wieder einen Herrscher des Landes. Ich habe so viele Sorbets und so weiter alles. Würde ich gerne mal irgendwie in irgendeinen reinstopfen. Ja, weil ich mein unsichtbares Gewand hier schauen konnte, ne? Warte mal. So, ich vergesse. Bei ihr muss ich immer hin und her wechseln. Weil ihre Gesundheitserholung ist sehr gut. So, was holen wir uns denn hier? Also viele neue Sachen. Haben wir uns das hier? Saure Gurken. War sowieso nur wegen Skit. 実は法則性とかあるの？さすがロゼさん、その通りですわ。ユーゴにおいて。え、ちゃんとは2フォーズによって。一切ありません。眠くならない範囲で教えてくれる？はい。まずはユーゴルールは同じスロット位置のみで発生します。これだけでも複雑でないのがわかるかと。2つのスキルがスロット1とスロット3に入ってることもあるけど意味があるわけだ。そうです。 Ja, im Gehen und im Stehen. Mit offenen Augen. Die stets wachsame Rose kann auch mit offenen Augen schlafen. Wir haben saure Gurken gegessen. Blech.
Saure Gurken wurden gegessen. Na, was haben wir denn hier noch alles, was jetzt nicht so questmäßig irgendwie. Boah. Ihr könnt nicht mehr kochen, wisst ihr das eigentlich? Hi. Okay. Wir machen das jetzt ganz professionell. Wir verkaufen jetzt den Trank des Lebens. Ganze 30 Gold zu bekommen. Und dann nehmen wir ihn ja auf. Bams. Boah. Silbertruhe. Nom 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 nom. Oh, prüfen. Ich nehme an, das Feld hier, ne? Radiesglocke. Radiesglocke, eine unsichtbare Gefahr.小ぶりだけど中は甘くてホクホクだよ。バターが合いそうですね。さっくり揚げて塩で頂いてもいいですわね。言っておくがその芋毒があるぞ。そうなんですか。お、毒？大量に食べれば死ぬレベルでも。けど火を通せば問題ないっしょ。終わりだ。丸ごと焼いたら毒性が強まる。そうだね。目を取ればいいんだった。皮もだ。 Radischübel-Nodokua-Meto-Kawani-Hau-Kawa-O-Tene-Ni-Muite-Zwei-Augen-Motori-Nozokeba-Atua-Daijoka-Tja-Leider-Nande-Deseri-Ni-Yoru-Nande-To-Yuare-Nashite-Mo-Omae-Ga-Ozappa-Sugiru-Kara-Okay. Hallöchen. Der alte Mann oben im Park, ich habe gehört, der ist erst 40 Jahre alt. Anscheinend ist es da etwa ein schrecklicher Vorfall in seiner Vergangenheit gegeben, durch den er so geworden ist. Okay. Das sieht doch so aus, wie er aussieht. Ich gehe mal hier hoch, obwohl da ist wieder was. Ein Turtles. Ich habe eine wichtige Mission. Ich bin auf der Suche nach dem Verräter. Ach ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Danke für das Geschäft. Jetzt kann ich meinen Reizen fortsetzen. Okay, ich habe keine Ahnung. Du suchst den Verräter. Ich nehme an, dem Finster-Turtles, ne? So, jetzt gehen wir noch mal hier hoch und gucken, was da ist. Dann speichern wir und beenden den Part, würde ich sagen. Das ist Norman. Du bist beim Combo irgendwas, ja. Was weiß ich hier? Hab ich gerade neu gekauft. Sagst du sowieso immer das gleiche, ne? Plaisir. Da ist ein Kraut. Blauwind, die Valkyrie kommt. Okay. Dann lass sie doch kommen. Ich mache sie fertig, außer sie ist auf unserer Seite. Dann mache ich sie nicht fertig. Lass mich leider den ganzen Umweg hier nochmal gehen. Ich möchte mal kurz mal gucken. Windschreiten. Hey, du hast ein Dings dabei. Sorry, wie kommst du mit dem Mädel klar? Sie hat einen ziemlich feurigen Charakter, aber es gibt kein ehrliches Mädchen als sie. Man muss Geduld mit ihr haben. Aber welche ein Hirte und einer von den Assassinen von so einem exzentrischen Paar habe ich ja noch nie gehört. Ich bin schon ziemlich neugierig auf die Ergebnisse. Hahaha, ach, du bist der Typ, den da. Den wir vor der Ruine da getroffen haben, ne? Und im Blauschen von Schöpfung wird die Bewegungsgeschwindigkeit. So. Mal gucken, wie weit das sich levelt. Vor einmal gar nicht. Na gut, dann würde ich sagen, wir speichern hier. Und ich sag dann, ich beende Bad hier. Ändern wir noch die Fähigkeit. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage, auf zu verschwinden. Tschüss, bis zur nächsten Folge.